So, was sollte man sonst noch sagen? Marotten, Statussymbole, ist mir eigentlich egal. Nun wäre es der Maybach, auf den ich scharf wäre. Wenn es ein besseres Auto geben würde, würde ich das nehmen. Wäre mir total egal. Ich weiß auch noch nicht, weil ich weiß gar nicht, was so entwickelt ist. Vielleicht ist es auch besser, so eine Art VW-Bus zu haben. Da sitzen wir noch bequemer, ist ja noch größer im Büro, wenn sowas gepanzert wäre oder so. Ja, also eher so ein Bus. Vielleicht ist es sowieso noch besser für uns, wenn wir später das Geld haben oder so. Weil also so auf Statussymbol und so, da lege ich keinen Wert drauf. Auch so, wir gingen eigentlich mittelmäßig einfach gekleidet, ne? Also immer das Mittelmaße. Ne? Das Also, stimmt. Nichts weil, Französisches. nö, weil das liegt uns auch nicht oder so. So Hingucker für andere wollen wir nicht sein. Kann man da auch sagen oder so. So normalerweise total zurückhaltend. Ja, so ist das eben. Ne? Man kann die Menschen nicht ändern. Oder? Naja, das muss man auch mal sagen, nicht, dass sie denken da irgendwie. Oder auch Diebe und Klauer oder so. Also. Bei uns finden sie maximal Bücher und keine goldenen Hähne, die man denn dann mitnimmt. Oder irgendwie hier, was weiß ich hier, ne? Was wir denn da alles haben oder so, ne? Kann man denen auch gleich vorwarnen. Genau. So ein Bücher gibt nicht so viel. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Fällt dir dazu noch irgendwas ein? Haben wir uns genug beworben. Sind jedenfalls sehr interessiert, möchten uns entschuldigen, dass wir nicht ihre Sprache sprechen. Wir sind da sehr daran interessiert und können uns vorstellen, überall zu arbeiten. Ne? Auch Rüstungsindustrie oder irgendwelche geheimen Industrien und so weiter. Wir kommen da nirgendwo mehr, wollen nirgendwo mehr hin und wir können schon Mund halten. Wäre uns vielleicht lieber, weil das ist ja dann auch ein bisschen, dass man schützt ja da auch seine Wissenschaftler ein bisschen und so. Und das ist alles kein Problem. Ne? Bauen uns denn natürlich mit Abstand und federführend, ich brauche da ja nicht vor Ort sein, weil Sowjetunion war so groß und ich war da selten vor Ort. Können wir denn unsere ganzen Forschungsinstitute und so auch alles fernleiten? Ne? Wenn uns dann so, irgendwie so eine Sicherheitsfirma haben will oder so, oder irgendwas. Also viel reisen werden wir gesundheitlich sowieso nicht mehr können und so. Und so stellen wir uns das auch vor, weil jetzt hat man auch Kameras und dann wird das mal aufgenommen ins Smartphone und dann ist die Sache im Prinzip schon erledigt. Dann sehen haben wir es ja vor Ort und sehen es auch. Ich muss ja nicht davor stehen und mir das anschauen. Also solche Vorstellungen haben wir im Moment und wollen denn auch bei Ihnen bleiben und unsere neue Heimat finden. So, und auf jeden Fall werde ich ein Königreich haben und so weiter und das werde ich dann von fern leiten. Nichts anderes. Das sollte ich auch nochmal sagen. Ja, auf jeden Fall. Weil da gibt es ja auch ein Parlament denn und so weiter und so fort. Und werden das selbstverständlich wirklich demokratisch machen. Nur, dass wir und unsere Nachkommen Chef im Hause bleiben. Ne? Genau. So, und deshalb muss man da nicht vor Ort sein. Das war's eigentlich, ne? Ja. Ja, sonst so Hobbys. Könnt ihr mir vorstellen, dass ich doch nochmal Funkamateur ein bisschen mehr mache? Einfach so, weil, wenn man nirgendwo mehr hinkommt, dass man dann eben über Funk nochmal Freunde und Bekannte und mal Hallo sagt und mal erreicht oder so. Die dann auch wenig Zeit haben und so. Ne? Über den Kontinent rüber, wer weiß, wo wir dann nachher leben. So, freuen uns sonst auch über Immobiliengeschenke, ne? Wenn sie merken, was wir können. Oder erstmal, ja, haben sie da alte Schlösser und Herrenhäuser und sowas wird da frei oder so. Ja, Mensch, erstmal ein kleines Häuschen daneben und später würden wir das natürlich gerne ganz übernehmen, wenn wir das finanziell dann gleich können. Weil es ist in unseren Genen, ne? Und auch bei meiner Frau, das waren ja auch große Häuser. So, und ihr Vater ist auch Deutscher, vielleicht ist da auch noch irgendeine Adelsabstammung, das wissen wir mal nicht genau. Ne? Das ist echt in unseren Genen, wir fühlen uns wirklich total wohl in so großen Dingen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Natürlich würden wir uns dann da freuen, wenn uns da dann ein bisschen behilflich wäre. Dass wir dann da anfangen und von da alles aufbauen, oder?
Ja, auf alle Fälle. So, und ansonsten fällt mir nichts weiter ein. Sicherlich wird es von Ihnen aus noch viele Fragen geben, aber ja, eigentlich sollte alles beantwortet sein, oder? Wir halten uns zurück, Sie sind der Chef. Kein Problem. Ne? Besser ist es sowieso, wenn wir immer zurückhaltend sind, weil man begreift uns nicht so leicht. Ne? Das ist. Wir waren jetzt auch sehr stark isoliert und konnten nur mit uns reden, auf einem ganz anderen Niveau. Und dieses Nee, das habe ich früher auch nicht gesagt. Ich hoffe, das geht langsam wieder weg. Und auf jeden Fall, egal was für eine Sprache, werden wir natürlich zusehen, dass wir bei Ihnen schnell die Sprache lernen, damit wir uns über Wald, Kaffee, Wetter und was weiß ich erstmal schon so unterhalten können. Und dann natürlich immer mehr. Aber da können Sie sich darauf verlassen, dass wir in 4 Wochen schon ein bisschen was verstehen, was Sie sagen. Wenn Sie sich mit uns über das Wetter unterhalten, alles andere wird ja auch ein bisschen komplizierter. Aber da hatte ich immer Angst und da hatte ich Stasi auch aufgepasst, die ganzen Jahre. Ich habe befürchtet, dass ich ein Sprachproblem habe, weil ich keine Fremdsprachen habe. Bei meiner Frau wusste ich ja, dass sie super gut Englisch konnte. Heute weiß man doch, warum sie da überall eine Eins hatte. Heute weiß man es. Und warum sie noch unterrichten musste. So, und dann hat man sich entschieden, nachdem wir das eben rausbekommen haben. Wie gesagt, ich hatte das ja noch nicht rausgekriegt, dass sie da mit Absicht was machen. Ich dachte damals nur, sie sind zu dumm. Und unser Kind ist damals gestorben. Ich habe bloß rausbekommen, dass meine Frau keinen Krebs hat. Ich habe damals 95 nicht daran gedacht, dass das keine Totgeburt war oder so. Das reichte KGB und Stasi schon, uns die Hirne zu löschen. Das war denen viel zu heiß. Und danach reicht ihnen das aus, was wir noch danach konnten. So doll ist das bei uns. Das war alles noch viel döller. Deshalb ist das für uns auch keine neue Herausforderung und so. Das sind einfach normale Sachen, die wir machen. Die Herausforderung ist eben, in einem anderen einer Kulturkreis ist ja auch nicht, das ist ja, wird ja ähnlich sein wie ein Deutscher. Oder sonst meinetwegen auch ein anderer Kulturkreis, das sonst sogar anderen. Das wäre dann unsere Herausforderung in einem anderen Land, was wir wahrscheinlich noch nie besucht haben. Ja, ich glaube, das habe ich zum Schluss noch mal ganz gut gesagt, oder? So, Sie können mit uns über alles reden. Wie gesagt, ich mache sonst auch, wie heißt das, Personalchef oder irgendwas. Es ist so, was ich gesagt habe. Ich sehe sofort den Menschen an, was mit ihnen los ist. Belügt man mich, dümmer kann es gar nicht gehen, ne? Aber es ist mir egal, muss ja jeder selbst wissen. Weiß nicht, ob sie in der Richtung was wollen oder so. Und ich sehe auch, dass ein Mensch lügt, auch wenn er eine andere Sprache spricht. Oder für die Sicherheitsdienste oder Geheimdienste oder so, wenn Sie interessiert sind, nehmen Sie auch von der Person da, sagen wir, eine halbe Stunde irgendwie was aus seinem Leben oder so. Vielleicht reichen auch schon 10 Minuten, ich kann das nicht einschätzen. Dann sage ich Ihnen schon, was das für eine Type ist. Damit Sie schon was erfahren. Oder irgendwie Täterbeschreibung, wenn Sie den Täter nur haben auf Video und den da schon 10 Minuten beobachten, das reicht mir schon. Auch wenn es da Interesse gibt. Aber dann wirklich nur als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder so, weil also die Stasi bewusst habe ich nicht auf ein fahrendes Ministerium für Staatssicherheit geschworen, ne? Also auf MFS. Und die haben es auch nicht mitbekommen, dass ich nicht auf ihre Fahne geschworen habe. Dazu waren sie zu dumm, das habe ich falsch eingeschätzt. Aber KGB werde ich wohl unter Hypnose dann auch noch auf diese Fahne geschworen haben. So, und ich habe die Nase voll. Ich schwöre auf nichts mehr. Ne? Vielleicht können Sie es verstehen. Weil das ist ein Ding. Auch wie sie uns ja einfach gezwungen haben, Polizisten zu werden. Sowas ist doch wohl nicht normal, oder was?
So, meine Ahnen sind total dagegen gewesen, also irgendwas Militantes zu machen. So, und ich musste das machen. Deshalb möchte ich das auch nur in Verbindung mit meinem Stasi-Namen gesagt haben. Oder? Und ich möchte nicht meine Ahnen beleidigen. Wenn ich da Generaloberst und alles. Tja, mehr wüsste ich nicht, was ich sagen sollte. Ganz normale Menschen. Eigentlich gar keine vernünftigen Ansprüche. Wichtigstes für Bücher. Wir haben hier einen Bücherentzug, ne? So, und ich habe Waffenentzug. Wichtig wäre, wenn ich auch wieder schöne Jagdwaffen und so habe. Auf jeden Fall. Das müsste schon gestattet sein bei Ihnen im Land. Und freier Zugang zum Internet. Das ist uns jetzt auch wichtig, oder? Aber muss nicht ständig sein, aber wir wollen das auf jeden Fall pflegen, wollen auf jeden Fall weitermachen. Ne? Und sonst, wenn sie zu geheim sind, muss das nicht unbedingt sein, denn werden wir auch andere Mittel und Wege finden, dass andere das dann immer veröffentlichen, was wir sagen und machen und tun. Damit wir sie dann nicht verraten. Also so wichtig ist es dann nicht. Also man kann ja auch über einen Drittmann oder Viertmann oder einfach über zig Ecken und so, das ist doch kein Problem, da was im Internet bringen. Ohne dass jemand weiß, wo wir sind und wo wir stecken. Oder? Und was wir machen. Also das soll es auch nicht sein. Aber natürlich wäre es für uns schöner, weil na, ich hoffe, dass ich noch viele adoptieren kann. Viele erwachsene, junge Menschen, die gerne unsere Kinder werden. Und um die kümmern wir uns auch. So, und dann wird das immer mehr. Und alleine, wenn das dann anläuft, wenn wir dann bis unser Vermögen zurückhaben und so, profitiert Ihre Region ja auch davon, wenn wir uns da niederlassen, wenn ich Ihnen da alle Häuser hinbaue und so. Und alleine die Verpflegung und so, das ist doch schon, das kostet doch alles schon. Und davon können da andere dann auch wunderbar leben in Ihrer Region. So, und bis jetzt war es immer so, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie keine Lösung gefunden habe. Es sei denn, es ist nicht möglich, ne? Dass ein Mensch so einfach springt und dann zum Mond fliegt. So was schaffe ich natürlich auch nicht. Aber bis jetzt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht irgendeine Lösung gefunden habe. Vielleicht unter Hypnose, dass man da was verlangt hat, wo ich dann keine Lösung gefunden habe. Ansonsten habe ich es immer gefunden. Und das ist so, man hat auch einen Blick dafür. Ne? Was geht, was nicht geht. So, und ich habe 30 Jahre gebraucht. Und 30 Jahre dann geknobelt. An so ein Energiedenk. Und pumps ist es mit mal da, wo man es nicht braucht. Ne? So und so. Patente wäre sehr wichtig, wenn sie uns da unterstützen. Wenn sie uns sowieso finanziell da unterstützen. Oder nicht finanziell. Vielleicht ist das dann, für uns wäre es ein Vorteil, wenn wir dann ein eigenes Patentbüro haben. Ne? Dass die dann immer die ganzen Patente anreichen, meine Arbeit. Weil auch das hilft uns. Das müssen keine riesen Millionenmengen sein, die wir da kriegen oder so. Das braucht kein Geld sein, denn eben sowas. Ne? Dass wir die dann erstmal bezahlen, bis wir soweit sind. Weil das nimmt uns nur Zeit. Selbstverständlich brauchen wir Arbeiter, Meister, Ingenieure, Doktoren und so und Menschen oder so. Weil wir müssen uns um die Forschung kümmern. Weil das ist unglaublich, was wir da leisten können. Und was wir da noch für die Menschheit bringen können. Das ist doch auch wichtig. Oder? Natürlich. Also so denke ich darüber. So, also. Wir werden da keine eigenen ständig in unseren Filmen hocken oder so. Das geht immer weiter. Und nur deshalb haben wir so viel verdient. Auch wenn Sie sich noch nicht vorstellen können. Genauso ist es. Genauso wird es sein. Gut, dass ich das nochmal gesagt habe. Ja, auf alle Fälle. So, ich unterbreche noch.